Wir sind zurück bei Let's Ride. Und ja, wir sind beim dritten Part von Championship und in der Middleweight Group. Und ich bin mal gespannt, ob das halt alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Uns erwartet wieder drei Rennen. Und ich würde mal sagen, letztes Mal war es ja ein bisschen zu einfach. So würde ich mal sagen, wir haben ja noch hier ein paar schöne Sachen, die wir so ausprobieren können. Und ich würde mal sagen, wir fahren heute mal einfach mit der Ninja. Bin ich echt mal gespannt, ob uns die Maschine hold ist. Yes, sieht doch schon mal gut aus. Tja, dann bin ich mal gespannt, was unsere Kawasaki so alles heute Schönes bringt. Tja. Schaut doch gut aus. Schaut doch schon mal sehr gut. Oh, was fand ich hier für eine schöne? Gelben. Tja, vielleicht sollen wir uns auch mal irgendwie mal ein neues... Wow! Alter, was war das denn? Okay, Traktionskontrolle war eigentlich auf Mittel. Gut, dann müssen wir jetzt hier erstmal wieder ein bisschen aerodynamisch machen. So, gleich von hinten hinterher. Fängt ja schon mal gut an. So, was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Vielleicht sollten wir uns, wenn wir, so wie ich gestern schon angesprochen habe, mal eine neue Rennmontur uns anlegen. Vielleicht ein bisschen flippiger. So, für besondere Anlässe. Vielleicht auch mal das ein oder andere Motorrad finden, das wir vielleicht auch so schön flippig machen können. Weil zum Beispiel so gelbe Felgen hat ja was. Und vor allem, wenn wir da noch ein relativ buntes Motorrad zu haben, was vielleicht ein paar schöne hellblaue Elemente hat oder vielleicht auch gelbe oder grüne, hat sich einiges machen lassen. So, aber unsere Ninja wird das hier ganz gut schaffen. Oh, Franco, lass mich doch mal vorbei, Franco, Alter. Aber erstmal hier im Windschatten vorbei. Herrera, das ist auch ein geiler Name, der letzte. Wenn ich gelesen habe, war ein Stoppschild, Jungs, Alter. Ich weiß, dass ich nach vorne muss. So, sehr schöne Strecke hier. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Auch hier, guck mal hier rechts, schön detailliert. Da sind nicht alle so ganz langweilig, die Strecken. Ich glaube, die bin ich noch gar nicht gefahren hier, die Strecke. Kommt mir auf jeden Fall nicht bekannt vor. Ist auch nicht die allererste Strecke aus dem aus der Demo oder aus dem Review, das ich euch gezeigt habe. Bin einfach mal gespannt, was da noch so alles so kommt. Okay, läuft ganz gut. Wo ich sagen muss, diese Kurve gerade, diese Rechtskurve mit der linken Passage, oder? Das kam mir so ein bisschen bekannt vor, aber war es denn doch nicht. Oh, Whitey, hau ab. Alles klar, so. Einmal kurz rum, nicht, dass uns der Hintern wegrutscht. Traktionskontrolle sei Dank, passiert nichts. Okay, dann können wir die gleich mal einen runterstellen. Ach, die war schon auf Mittel. Da könnt ihr mal sehen, was die Kawasaki dort für eine Kurvensau ist. Genau das Gegenteil von der Street Fighter. Die Street Fighter ist ja immer weggerutscht in Kurven. Diese Kawasaki wie ein Brett, wie auf Schienen. Also da kann man jetzt mal richtig den Unterschied zu der gestrigen Meisterschaft sehen. Da mussten wir schon auf Voll oder auf Hoch stellen, dass uns da nicht der Hintern wegrutscht mit Vollspeed. Und hier einfach ganz klar können wir sogar auf Niedrig stellen und da rutscht uns hier, guck, ich gebe Vollgas in Kurven, das Hinterrad rutscht überhaupt nicht weg. Okay, hat natürlich einiges weniger an Leistung, die Maschine, aber das Kurvenverhältnis, ich weiß schon, warum ich Kawasaki-Fan bin. Die gute Ninja, da kannst du einfach drauf bauen auf die Maschine. Geile Kawasaki. Wenn die sieht sogar noch dabei richtig pervers aus. So, wir haben unsere eigene Zeit gerade um eine Sekunde geschlagen. Das Gute ist, ganz vorne fährt uns einer weg. Das heißt, wir müssen jetzt mal richtig Gas geben. Aber da sieht man schon, die Street Fighter hatte da natürlich den Vorteil auf der Geraden, dass wir da auf jeden Fall einfach im Vorteil waren. Hier müssen wir jetzt in den Kurven rankommen. Und der Brown, den sein Motorrad schon wieder nicht zusammengesetzt ist, das muss erst reinladen, so wie es ausschaut. Der macht auch ganz schön hier Wind. Der fährt uns auf der Geraden weg. Da sieht man einfach die Unterschiede zwischen den Motorrädern. Dass einfach Semi-Pro nicht heißt, dass alles so jetzt so einfach ist, wie alles ist, sondern dass man auch wirklich das passt. Hier, guck, da kommt er. Die passende Maschine dafür haben muss. Gerade auf der Strecke merken wir, die Kawasaki ist wirklich nur die Kurvenkillerin. Und wenn ich jetzt Pech habe, mache ich nur einen zweiten. Aber das ist noch kein Ding. Wir haben ja drei Rennen in der Meisterschaft. Ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Dann wird es auch ein bisschen spannender am Schluss, ne? Ja, das mache ich nur souverän mit dem zweiten. Gut, ich habe mich jetzt am Anfang gemault. Den habe ich nicht nachgestartet. Dadurch ist es jetzt ziemlich offensichtlich, dass ich nur den zweiten gemacht habe. Aber das heißt noch gar nichts, Freunde. Das heißt noch gar nichts. Wir haben noch eine Menge Zeit. So, dann zeigen wir mal, wie viele Punkte wir geholt haben. Wir haben 5 Punkte weniger mit White. Ach, hier, Whitey war das.
Aha, und der fährt wieder eine... Was fährt denn der da? Keine Ahnung, was das für ein Modell ist. Jedenfalls keine Honda, fährt Whitey da. Na, dann wollen wir mal unsere Z800 mal ein bisschen die Sporen geben, ne? Die ja guten Ninja hier. Ah, schöne Z. Na gut, es ist keine Ninja in dem Sinne, aber ich nenne sie halt gerne eine Ninja. Für mich ist Ninja gleich Ninja. Kawasaki, alle Kawasaki sind eine Ninja. Selbst die Naked Bikes, die einfach nur ganz schlicht sind als Cruiser, sind für mich auch heimliche Ninjas. So. Oh, oh, oh. Alter, Alter. So, gerade noch so gefangen. So, das Whitey, der haut schon wieder ab. Und ich sehe auch schon, welche Maschine der fährt. Der Schlawenzel, Alter. Na, warte, dich kriege ich. So, in den Kurven kommen wir gut ran, aber wie ihr seht, Whitey hat natürlich die Power auf der Geraden. Das heißt, wir müssen jetzt sehr gute Kurvenmanövers fahren, um an ihn ranzukommen. Obwohl es natürlich auch unsere Bremsen sind, weil das besser. Zack, seht ihr, da kommt er schon ran. Da kann er mit seiner Street Fighter machen und was er will. Vor allen Dingen, ist das meine Maschine? Die sieht genau aus wie meine. Alter, war da einer in meinem... Du warst doch... Nee, der hat andere Griffe. Ich habe weiße Griffe. Warte, wenn ihr jetzt... Oh, ich muss mal von vorne sehen, ob der meine Maschine hat, die Sau. Na, fahr doch nicht weg, mein Lieber. Aber das ist jetzt auch mal hier wirklich sehr gut zu sehen, wo der Unterschied zwischen Street Fighter und Ninja ist. Schwarze. Okay, du hast Glück, Alter. Der hatte schwarze Bremsgriffe und Kupplung. Also ist das nicht unsere... Hallo Mädels, Alter, da wollte ich mal gerade zu den Streckenmädels, die schon wieder 5 Zwillinge sind, so wie es ausschaut. NPC-Klone. Hier, zack, wir waren auf niedrig, Alter, und haben... unsere Hinterreifen sind nicht weggerutscht. Das ist der Vorteil. So, jetzt erstmal gerade. Ja. Man sieht echt, das ist echt ein guter Kampf. Hier sieht man wirklich den Unterschied zwischen der Street Fighter und der Kawasaki. Also der Z... Denn wir haben wirklich das Kurvenmonster und er hat halt Power auf der Geraden. Das wird uns gleich wieder beweisen, wie man uns vorbeizieht. Jetzt rutsche ich auch noch mit dem Finger ab, Alter, dass ich jetzt auch noch schön den Windschatten verpeile. So, und wenn du jetzt... Das zeigt natürlich auch die Power der Street Fighter. Wenn du jetzt noch relativ gut in den Kurven bist mit der Street Fighter, dann fährst du den Leuten richtig weg. Und dadurch haben wir so unglaublich krasse Zeiten hingelegt. Tja... Aber ich bin selber schuld. Ich habe jetzt die Kawasaki genommen und damit muss ich klarkommen. Aber wir haben dafür viel bessere Kurvenverhältnisse. Also, wenn ihr dann mal im Multiplayer fahrt... Da habe ich mir aber mal den Helm weggeditscht. Also, wenn ihr mit der Maschine im Multiplayer fahrt, seht ihr halt jetzt, wo die Stärken und Schwächen sind der Maschine. Wenn ihr Probleme habt mit dem Gewichtsverlagern, dass ihr halt gut in den Kurven seid, kann ich euch wirklich nur die Kawasaki ans Herz legen. Da könnt ihr das gut hinkriegen. Wenn ihr das allerdings drauf habt, mit den Kurven richtig, wie man es machen muss, und ihr noch gleichzeitig auf den Geraden richtig noch Power geben wollt und also eure Konfluenz richtig wegfahren wollt, dann müsst ihr die Street Fighter nehmen. Die Street Fighter, die haut nochmal alles rein. Ich kann das aber hier, zack, Alter, auf niedrig, Vollgas gegeben. Guck mal, wie weit wir denn jetzt weggefahren sind, nur durch perfekte Kurven. Also, wer der Kurvenkönig ist, der besteht auf das Rennen. Und vor allen Dingen, guck mal, der saugt sich jetzt richtig ran. Gleich ist er hinter uns. Aber wir sind besser in den Kurven, mein Lieber. Nicht mit mir. So, 1,4. So, da kommt er schon. Der hat sich ganz schön wieder rangesaugt. Aber nicht mit uns. Wenn ihr auf der Minimap drauf achtet, das ist kein Problem für uns. Das ist alles machbar hier. Vor allen Dingen lasse ich mich doch nicht von so einem... Blöde hier wegnatzen. Guck mal, 2 Sekunden haben wir schon wieder rausgeholt. Muss halt nur über den Kurven sein. Das Gute ist natürlich auch, du kannst mit der Kawasaki, ist natürlich der Vorteil, dass du mit einer hohen Endgeschwindigkeit immer noch in der Kurve bleiben kannst. Hier, guck, 2,4. Er kommt schon wieder langsam ran auf den Geraden. Vor allem hier dieses Stück, der wird uns jetzt ganz schön rankommen. Aber wie gesagt, wenn ihr mit hohen Geschwindigkeiten in den optimalen Einlenkpunkt geht und mit der Alter, nicht so wie ich jetzt hier, mit der Kawasaki das auch halten könnt. Also, da hat kein Kurven, also da hat keine Dragmaschine Chance gegen euch, weil ihr einfach in den Kurven weiter wegfahren könnt. Rennen gewinnt man echt in Kurven, nicht auf der Geraden. Das ist eine alte Rennfahrerweisheit. Das weiß jeder, das könnt ihr nachgucken. Und ich werde auch der ein oder andere bekannte Fahrer, den ihr so kennt, hat das bestimmt auch schon anerkannt. Siege werden immer in den Kurven gemacht. Wir fahren jetzt hier mal richtig weg.
Okay, und mal ganz in Ruhe vom Finger loslassen. Was haben wir nach Hause hier, würde ich mal sagen. Haha! Easy, easy, peasy, deasy. Alles klar, so dann lass mich mal zeigen. Jetzt ist White hier auf dem 2, das heißt, wir sind genau gleich auf. Aber wir führen, weil wir insgesamt schneller waren mit der Zeit. Ah, hier, schöne Triumph. Naja. Insgesamt 6 Sekunden schneller. Wer weiß, wer weiß. Tja, scheint wohl ganz normales Rennen zu sein. Ich hatte erst gedacht, dass es hier jetzt gerade zu einem Regenrennen wird, aber es scheint hier ganz normal trocken zu sein. Scheint wohl doch kein... Ah, hier, das sieht cool aus. Ja, gar nicht mal schlecht, das Ding. Kenne ich gar nicht, den Anzug. Tja, ich bin mal gespannt, ob wir auch irgendwas freischalten, weil ich habe jetzt mal so bei den Klamotten reingeschaut. Gestern, als ich hier also zusammengeschnitten hatte. Da ist mir aufgefallen, dass ich auf jeden Fall Handschuhe freigeschaltet habe von Replika. So richtig abgespacede Dinger, die mir mal richtig freaky aussahen. Ich hoffe, ich schalte dazu nochmal die Stiefel und den Rennanzug, die Rennmontur dazu noch an. Und tja, das wird sich dann zeigen, ob wir dann noch einen einigermaßen coolen Fahrer dazu stellen. Also ich glaube mal, Helme haben wir ja genug. Hier Brown und White, Alter. Wow, alt! Okay, dann müssen wir nochmal neu. So. Und das Problem ist jetzt aber Whitey, Alter. White und Brown, Alter, die nerven mich jetzt richtig. Vor allen Dingen fährt der Brown eine. Der Brown fährt doch hier eine Dinges, Alter. Oh, aber gerade noch so geschafft, aber White hat uns wiederholt. Was hätten wir da? Kenn ich gar nicht, die Maschine. Sieht aus nach einer Honda. Alter, guckt euch doch mal an hier. Das ist die Power der Street Fighter, da wieder uns wegfährt. Aber nicht gut genug, mein Junge. Guck mal, wie ich rankomme in den Kurven. Ja, kann ich aber dir mal richtig die Leviten lesen. So, und jetzt knack ich dich mal lieber. Ja, jetzt knack ich. Keine Chance, Alter. Ich bin hier der Kurvenking, Alter, nicht du. So. Boah, wie er einfach an uns vorbeiprescht. Na gut, mal gucken, ob ich jetzt in der Schikane viel rausholen kann. Da musste der eigentlich richtig abbremsen. Alter, und ich bremse viel zu spät, Alter. Na, da habe ich mal wieder 1A bewiesen, dass ich es nicht kann. So, nochmal. Alles klar, alles klar, alles klar. Wir ziehen wir rum. Und nochmal hier. Ah, cool, er hat oh, Glück gehabt, Alter. Er wäre beinahe weggenutzt. Nee. Den kriegen wir mal ab, den kriegen wir ab. Ach, schade, bringt nichts. Na, er hat sich fast gemault, der Junge, Alter. Hat er schon mal... Ja, schönes Bild für Replika. Für das Thumbnail in dieser Folge. Alles klar, so, Vollgas geben. Ohne mich, Alter. Aber jetzt das Problem ist natürlich, er kommt ran. Der kommt jetzt sowas von ran. Da muss ich mir auf jeden Fall eine neue Taktik überlegen. Die Cover, ey, die Cover sagt, die ist volles Brett getuned. Volles Brett. Und den seine Street Fighter ist auch volle Pulle getuned. Das heißt, oh, Alter, ich pass nicht auf. Er ist auch volle Pulle getuned, die seine Dinge ist. Alter, da müssen wir jetzt richtig erstmal gucken. Ob wir das einigermaßen hier so schaffen. Aber das Gute ist, erst nach der Start- und Zielgeraden. Ja, oder besser nach der Ziellinie ist erst an uns vorbeigefahren. Das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, dass wir hier auf jeden Fall was machen können. Alles klar. So, wir haben uns gerade nochmal selber um 3,7 Sekunden verbessert und 1,1 Sekunden ist hinter uns. Schaffen wir schon. So. Okay. Okay. Solange ich jetzt hier die Kurven einigermaßen perfekt um Mono nehme auf der Ideallinie und immer schön auf dem Gummiabrieb bleibe, müsste ich es eigentlich schaffen. Alles klar. Alles klärchen. Jo, das läuft gut, das läuft sehr gut. Wir gewinnen. In jeder Kurve gewinnen wir Abstand zu ihm. Das müssen wir auch erstmal schaffen. Hier, guck mal, wir haben uns sogar selber schon... Alter, 2,7, Alter, sind wir schon von ihm weg. Jo, Alter, ich sag ja, das ist die Power der Kawasaki, Mann. Das ist die Power der Kawasaki. Ah, brave 800, dafür gibt's. Ich würde ja gerne einen Ölwechsel spendieren, aber ich weiß ja nicht, ob mir das den Spielstand zerfetzt. Aber ich werde dir heute eine extra Politur geben, nachdem ich dich gewaschen und gebadet habe, mein Liebling. Mein kleines Zuckerbaby. Alles klar, so... gemacht, also wir haben nochmal 0,4 rausgeholt. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir mit diesem Vorsprung die Kawasaki maximal hinter uns lassen können. Auf Start und Ziel.
So. Er kommt noch nicht ran. Er kommt überhaupt nicht ran. Was ist denn mit ihm, Alter? Hat er aufgegeben? Er kommt nicht ran. Er bleibt immer noch im... So, wir sind rüber. 4,3 Sekunden, Alter. 2,5. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt so bleiben und keinen Mist bauen, können wir es schaffen. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Alles klar. Hier siehst du mal, machst ein bisschen ernst, fährst ein bisschen gut, Alter. Wir fahren immer noch auf niedrig. Das ist sehr gut. Also, mit der Street Fighter hätte ich hier, so wie ich hier die Kurven nehme, hätte ich auf jeden Fall mindestens Traktion auf voll machen müssen. 3,2 Sekunden. Ein bisschen Zeit verloren. Naja, wird sich zeigen am Ende, ob ich den ersten mache oder nicht. Wichtig ist jetzt vor allem nur, dass ich den ersten mache. Weil Whitey darf auf jeden Fall nicht den ersten machen, dann machen wir nur den zweiten in der Gesamtwertung. Alles Knärchen, Pärchen. Schaut gut aus, schaut sehr gut aus. Da hebt uns noch ein bisschen der Hintern ab, Alter. Ein bisschen zu stark gebremst. Alles klar, das ziehen wir durch. Das ziehen wir sowas von durch. Junge, Junge, Junge. Okay. Wir sind ein bisschen langsamer, das war okay. Ich habe auch gerade den Abstand ein bisschen schlecht genommen. Ja, guck mal hier. 4,5, mein Junge, Alter. Was ist los, White? Na? Die wirst du wohl nicht mehr so weiß, mein Lieber. Was? Unglückliche Zeit, aber muss ich nochmal machen hier, warte. Wo hab ich denn abgekürzt? Echt diese kleine Sprache, Alter? So. Ich wollte gar nicht abkürzen. Ich wollte hier nur den optimalen Einlenkwinkel nehmen. So. Das war natürlich jetzt extrem schlecht genommen. Ist auch ganz schön rangekommen. So 4,5 hat er jetzt bestimmt nicht mehr. Obwohl, er fährt aus der Minimap raus. Das gibt mir Hoffnung. Das gibt mir echt Hoffnung. Alter. Jo, da bin ich definitiv von der Ideallinie weg gewesen. Also wir liegen noch ganz gut in der Zeit. Hätte ich nicht gedacht. Oh, guck mal hier, White und ich sind weg, Alter. Der dritte und der vierte kommen erst da hinten. Die fangen jetzt erst in die Doppelkurve. Also da kannst du schon mal sehen, das hier war richtig Covers Z800 gegen Street Fighter. Ich muss gestehen, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir jetzt noch so gut gegen die hinlegen gegen die Street Fighter. Aber wir haben gewonnen! Ja! So geil! Alles klar, ich habe irgendwas freigeschaltet, was ich nicht lesen konnte. Weil es zu schnell weg war. Geilomat, Alter, mit 70 Punkten haben wir gezeigt, wo der Hammer hängt. Alles klar. Tja, 1A, Kawasaki gegen Dugatti und ich muss mal sagen, die Dugatti hat sich sehr gewehrt, die Sweetheart war echt klasse, aber nicht gegen unseren Kurvenkönig, Mann. Ich weiß schon, warum ich sie gut finde. Oh, guck mal hier, weiter so. Von 58 auf 39. Also, ich muss ja mal sagen, das lohnt sich ja richtig, diese Meisterschaften zu fahren. Wir haben sogar noch eine vor uns, das heißt, wir werden wahrscheinlich im nächsten Mal irgendwo bei den Top 20 landen. Leon Schneider. Ben Muller. Ben Muller, das klingt wie deine Mutter. Alles klar. Takashi Sato. Tony Scott. Alles klar, so, dann wollen wir gar nicht mal hier lange rumschnacken. Leider ist die Folge wieder vorbei, aber ihr habt gesehen, was der Vorteil der Kawasaki war. Bin mal gespannt, was uns hier erwartet und ich überlege auch echt noch vielleicht noch ein anderes Motorrad zu nehmen. Aber das wird sich alles noch in der nächsten Folge wieder zeigen. Also, bleibt dran. Vielleicht habt ihr Glück und könnt schon gleich die nächste Folge sehen. Ansonsten sehen wir uns morgen. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. In diesem Sinne, macht was Sinnvolles. Ciao.